Zum 81. Mal und zum zweiten Mal in dieser Saison heißt es Derby-Time zwischen den Adler Mannheim und den Löwen Frankfurt inklusive Special. Okay, boys, hey, let's make sure we stay safe, okay? Let's have a good one here, okay? We're good, cut us first, okay? Let's enjoy, boys. Unter anderem André Schrader als Cable Guy verkabelt. Das gibt's natürlich auch nochmal zum Nachhören in den nächsten Übertragungen oder auch auf der Plattform von Magenta Sport. Hinein ins Spiel. Die Adler in Blau mit der ersten Chance in der fünften Spielminute. Hereingabe von Daniel Fischbuch, die in der Mitte nochmal scharf gemacht wird von Tom Kühnhacken. Die Löwen seit der Rückkehr in die DL nur mit einem Sieg bislang gegen Mannheim. Aber es boten sich Chancen, weil Mannheim, das zuletzt drei Spiele in Folge verloren hatte, immer wieder mit sich selbst kämpfen musste. Unnötige Puckverluste im Aufbau, in der neutralen Zone und auch in der eigenen Zone führten in der Anfangsphase zu vielen Möglichkeiten für Frankfurt. Dann aber erstes Powerplay der Partie. Tyler Ennis, Matthias Plachter, trocken durchgezogen. 1:0 Führung für die Adler in der 9. Spielminute durch das 12. Saisontor im 14. Spiel von Matthias Plachter. Schöner No-Look-Pass von Tyler Ennis, für den im 3. Spiel für die Adler der 2. Assistpunkt. Das Spiel eigentlich mehr geführt von den Löwen und die kamen dann auch völlig verdient zum Ausgleich. 17. Spielminute. Ben Blatt mit seinem 2. Tor in dieser Saison. Vorausgegangen wieder ein Punktverlust in der neutralen Zone der Adler. Dann stimmt die Ordnung überhaupt nicht mehr und Ben Blatt hat den Schuss, der unten über der Fanghand und über dem Schoner von Arno Tiefensee einschlägt. 1:1 zur ersten Drittelpause und hinein in Abschnitt Nummer 2. Da dauerte etwas, bis die Partie Fahrt aufnimmt, aber es setzte sich eins fort, nämlich Puckverluste von Mannheim. Und die führen weiterhin zu Gegentoren. 29. Spielminute. Anstatt die Scheibe tief zu spielen, abzubremsen, dann ist Frankfurt da. Dominik Bock mit der Hereingabe und am Ende ist es Carter Rowney, der diesen Puck unhaltbar für Arno Tiefensee zur Führung für die Löwen abfälscht. Das 2. Drittel weiterhin mit guten Ansätzen und hervorragenden Chancen für die Löwen, die besser waren in den Zweikämpfen, die spielerisch klarer und direkter zum Tor agierten als die Adler. Und die hätten hier eigentlich schon viel höher führen müssen. Hin und wieder dann Entlastung von Mannheim und ein Geniestreich von John Gilmour mit diesem Pass in die Schnittstelle. Frankfurt, die Verteidiger mal zu weit auseinander und Tom Kühnhackel, der da durchzieht. Aber das Team von Johann Lutz kommt nach 40 Minuten immer noch hin. Der Schlussabschnitt und plötzlich sollte sich alles ändern. Matthias Plachter, Cremarosa völlig konfus und weg vom Mann. Und das ergibt im zweiten Blick den Ausgleich für die Adler. Hereingabe von Plachter in der Mitte, büffelt David Wolf am Ende. Wir sehen es jetzt, den Puck hier durch die Beine von Joe Cernata nach Videobeweis, weil er es zu früh abgepfiffen, zählte das Tor am Ende doch. Es gelangen nur wenige Torschüsse von Frankfurt, die kamen nicht mehr in die Offensive, dafür aber Mannheim. Tom Kühnhackel schüttelt hier zwei Gegenspieler ab und netzt dann ein. 50. Spielminute. Was ein Konter aus dem eigenen Drittel von Tom Kühnhackel. Er mit seinem 3. Saisontor. Das fängt an im Zweikampf, dann mit dem Antritt, bei dem er zwei Gegenspieler einfach abschüttelt. Und der platzierte Schuss vorbei an Joe Cernata zum 3:2 für die Adler. Frankfurt riskierte in der Schlussphase alles. Torhüter Cernata vom Eis und die hatten in der Schlusssekunde tatsächlich noch eine dicke Möglichkeit durch Ville Lajunen. Der Puck aber streicht hier ganz knapp am Tor vorbei und so gewinnen die Adler auch das 2. Derby in dieser Saison mit einem Torunterschied dank eines starken letzten Drittels. Die letzte Drittel, das war mein Fehler, der in die Ecke ist, Turnover. That's a 3-2 goal. Aber wir hatten gut gekauft, viele gute Chancen. Das hier, ja, es ist
Aber ja, also, heute war es nicht genug. Ja, ich glaube, wir haben die kleinen Sachen wieder ein bisschen besser gemacht. Im Endeffekt sind es die kleinen Sachen, die jetzt die Spiele gewonnen oder verloren haben. Und heute haben wir viele Sachen richtig gemacht. Bisschen besser zurückgearbeitet, besser unterstützt und dann kriegst du bessere Chancen und dann gewinnst du das Spiel. Die Adler gewinnen das zweite Derby dank eines starken Schlussdrittels mit 3:2 gegen die Löwen.